Alter, bei dem Schnee würde ich auch so hier hochjoggen. Das ist genau richtig. So, freischalten. Wir betreten sogleich den Eispalast. Jetzt noch eben das Siegel drauf, das sich gleich in zwei Teile brechen wird. Brrrt. Zack, verschwindet das Siegel, Tür ist offen, alle können jetzt rein und auch die Monster können alle raus. Aber dazu müssen natürlich erstmal an uns vorbei und wir erstmal an dem Ladebildschirm. Lädt Eisschrein. Gebt ihm eine Angel und er sticht euer Auge aus. Ach, das war das. Zitat eines betrunkenen Bürgers von Albion. Wenn ihr eure Zauberanzeige bis zur ersten Stufe aufladet, wirkt ihr den aus... Alter! Ich wollte mal ein paar Schuss-XP haben. Was ist das denn für ein Typ mit Technobein? Ich sammle einfach auch mal die Fernkampf-XP. So. Muss man ja auch mal machen, wenn man die Gelegenheit dazu hat. Schatz! Schatz? Wo denn Schatz? Ich will keinen Kuchen essen, Alter. Ich habe gerade nur ein bisschen XP verloren. Wo ist denn der Schatz? Ja, wo ist denn der Schatz? Kollege. Ach, da. Dann hole ich den natürlich direkt. Was haben wir denn da? Tiefenschönheitstrank. Dieses unglaubliche Gebräu verwandelt das stämmigste Landei in eine strahlende Schönheit. Zumindest für kurze Zeit. Die Wirkung lässt nach, sobald ihr das nächste Mal schlaft und lässt sich nicht vermehren, indem ihr mehrere dieser Tränke zu euch nehmt. Schade, davon bräuchte ich noch irgendwie ein Dutzend. Oder gerne auch noch mehr. Das funktioniert nicht so ganz. Und ich glaube, da komme ich nicht rein. Warum stampft der manchmal auf, wenn er nichts zu stampfen gibt? Ach du Scheiße. Ja, Hund, geh mal weg. Uah! Uah! Wer macht denn sowas? Hund? Der Hund macht einen Bauchplatscher. Eigentlich wäre er jetzt irgendwie zerborsten wie... wie so ein Mettballon. Was ist denn dies? Ziehen. Ich ziehe? Natürlich, das wirkt authentisch. Die Feuerspucker. Na nü? Hallo? Hier sind überall solche Feuerspucker. Wir müssen hier offenbar alles, zerschmelzen lassen. Ich weiß nur noch nicht genau wie.
Dafür werde ich euch bestrafen! So, geschmolzen ist jetzt noch nichts in der Zeit. Das heißt, ich gehe das Tor mal runter. Wir haben wieder ein paar Pünktchen gemacht. Was ist das denn? Das sieht aus wie gefährliche Fallen. Scheiße. Och, Alter, da muss ich mich auch noch beeilen. Ach du Scheiße, okay. Nicht so schnell. So, ich hoffe, das kriege ich noch einigermaßen hin. Huch. Boah, Alter. Okay, haben wir jetzt irgendeinen Schmelzprozess ausgelöst oder irgendwas? Ah ne, hier meinst du den Hebel? Ein Grabungsort, ein Grabungsort, ein Grabungsort. Natürlich, natürlich ein Grabungsort. So. Was haben wir denn da unter den Steinplatten? Wir graben gleich mit der Schaufel nach. In den Stein graben wir mit der Schaufel rein. Das ist das Normalste von der Welt. Und wir finden die Wundbrandfee. Was ist das denn? Der stärkste Darmfäule verursachende Alkohol in Albion. Wer diese seidige Säure trinkt, sieht höchstwahrscheinlich Dinge, die es nicht gibt. Zum Beispiel Feen, laufende Tulpen und plätzchenbackende Zwerge. Ich will dies Gesöff haben. Bis auf die Darmfäule natürlich. Okay, wir können Bücher finden, mit denen wir dem Hund noch wertvollere Schätze finden lassen. Schür! Ah. Was auch immer das jetzt bringt, ich weiß es noch nicht genau. Betrete den Schrein, stand da nur, den Rest konnte ich nicht lesen. Ach, natürlich das. Nebenbei noch ein bisschen Einkommen kassieren, das ist typisch. So, drückt oben. Wir können wieder neue Erfahrungen sammeln, kaufen, wie auch immer. Und hier ist jetzt ein Schatzkästchen. Ich fürchte, wir müssen den ganzen Weg aber freiräumen. Das kann noch ein bisschen dauern. Und ich frage mich, ob wir jetzt immer so eine Rätsel haben hier. Banditenhandschuhe. Niemand weiß, wo Banditen ihre Kleidung kaufen, aber vermutlich nähen sie sie selbst, wenn niemand zusieht. Nach der Kunst der Enthauptung ist die Handschuhherstellung die meistgeachtete Banditenfertigkeit. So, ich vermute mal, wir müssen jetzt die ganzen Gatter hier ablaufen und müssen dann nach und nach die ganzen Rätsel lösen. Das Problem ist einfach nur, dass ich nicht der weltbeste Rätsellöser bin. Ich habe also ein bisschen die Befürchtung... was ist das denn? Aha.
Die sind alle blau. Aber die sind blau mit einem roten Schwert. Heißt das vielleicht... Ich verstehe das nicht so ganz. Ah, in der richtigen Reihenfolge. Da geht das ein nach vorne. Da geht das hintere an. Da geht das vordere an. Da geht das aus. Und da geht das aus. Zack. So einfach ist es. Naja, das mit den Rätseln geht dann doch scheinbar ganz gut. Ich ziehe jetzt erstmal dem Ding hier rum. Und da schmilzt schon wieder etwas ein. Wir kriegen eine weitere Truhe. Und wahrscheinlich auch gleich noch ein paar XP-Kredenz. So, ich laufe mal ganz kurz nach hinten. Schön ist das hier, so Schnee. Kann man nicht einmal seinen Namen in den Schnee pissen? Das wäre auch schön. Es wäre zumindest rollenspielgerecht. Hallo, Freunde! Was? Der schießt ja sogar. Ein Banditenschatten, wie es aussieht. Und noch ein Hebel. Was mich immer so ein bisschen nervt, ist einfach nur diese Essensanzeige beim D-Pad da unten links. Immer wenn man ein bisschen was, wenn man sich nur ein bisschen Wunschhorf geholt hat, weißt du, oder irgendwo ein Kratzer, muss man sofort irgendeine Pastete essen. Oh oh. Na gut, bis jetzt kamen wir einigermaßen durch. Ja, ja, das ist ein Schatz, ich weiß. So. Was für elegante Schuhe, so hochhackige Schuhe. Sind das noch die Frauenschuhe? Das geht doch nicht. Astloch-Ritterhose. Diesen Gegenstand, ach ja, als die Krieger der Astlochinsel allmählich ausstarben, schuf der örtliche Schmied diese spektakuläre Rüstung, die jedem das Betreten der Wetterschreine ermöglichen sollte. Diese stahlverstärkte Hose ermöglichte jedoch nur, die fehlende Kraft der Dorfbewohner in den unteren Körperregionen deutlich zu zeigen. Zum Glück werden wir die Hose ja tragen können. Hoffe ich. In Klammern. Und jetzt bin ich gespannt, es folgt... Bestimmt noch ein Rätsel. Oh. Ich dachte, die Astlochinsel ist komplett eingefroren und hier ist so alles mit Feuer. Hüa! Wenn immer mehr. Ich werde sterben, ich werde hier sterben, ich weiß es genau.
Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Es flimmert so, es flimmert so, es flimmert so. Boah, meine Hand tut weh. Ich dachte schon, es wäre um mich geschehen. So, keine Bonuserfahrung, weil ich gerade den Trank gesoffen habe. Das gibt natürlich keine Bonuserfahrung. Hör's! Na, jetzt bin ich mal gespannt. Was ist das denn da Schönes? Das ist also das Sonnentotem. Na, das sieht ja niedlich aus. Das nehme ich. Ladebildschirm. Wenn ihr eure Zauberanzeige, das kennen wir alles schon, lädt Astlochinsel, haben wir jetzt etwa schon den gesamten Tempel geschafft. Das ging jetzt aber doch relativ flott. Ich dachte, jetzt kommen die ganze Zeit irgendwelche Rätsel, 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 Rätsel und wir machen die nächsten 10 Folgen nur irgendwelche Rätsel. Astlochinsel, kehrt zum Anführer zurück, guck mal, wie es hier aussieht. Alter. Ist das vielleicht sengende Hitze und wieso grunzt der Hund? Ich glaube, es brennt hier alles. Ich glaube, wir haben es übertrieben und wir müssen das wahrscheinlich noch einen Gegenpol schaffen oder sowas. 360% Bonus? Denn es wirkt jetzt doch relativ heiß. Hä? Was? Wieso kotzt denn der jetzt? Wieso muss denn der jetzt kotzen? Ich habe noch nichts gemacht. Quests. Die große Kälte der Astlochinsel. Jetzt müssen wir bestimmt noch irgendein Regentotem oder Wassertotem oder irgendwas machen, weil es ja immer noch viel zu trocken ist. Na, die haben ja Probleme hier, die Typen. Und wie schnell das ging, Alter. Die Sonne muss ja alles weggebrannt haben, förmlich. Wenn du jetzt einen Laden mit Sonnenschutzcreme noch hast, Alter, dann ist natürlich vorbei. Da hast du natürlich alles gewonnen. Oh, das war ein Fluss. Das war hier ein Fluss, wie es aussieht. So, da zoomen wir natürlich mal ein bisschen. Yeah! Was finden wir denn da? 200 Goldstücke, die jemand im Fluss vergraben hat. Da freue ich mich natürlich. Plus 10 Goldeinkommen. Ich fahre das nicht. Meine Oma war Bäuerin. Sie hat einen Rauschebart. Was, das ist merkwürdig. Oh, ein Grab. Da lese ich mal ganz kurz. Daniel Gray aß sich selbst und konnte nicht aufhören. Claudio Di Giacomo. Von Kannibalen verschlungen, verdaut und für immer gegangen. Wieso werden die mal aufgegessen hier? Kenneth A.D. Schmolz langsam in einem Vulkan. Sion Yu, Beherrschung verloren, blau angelaufen, spontane Selbstentzündung. Das sind aber dramatische Todesarten. Kiernan Sleep, nur 40 Augenblicke. Was? Gareth Bourne, das Gewicht seines Kopfes brach ihm den Hals. James Hopkins, tot durch Durchfall, kein schöner Anblick. Einmal umgestülpt. Kevin Watt, Stromschlag, Watt. 5000 Watt. Roth Thorogood, auf See ohne Paddel, aber doch wieder gefunden, oder wie? Was haben sie denn jetzt beerdigt dann? Ja, Hund, ich komme ja gleich, ich lese ja doch noch. Sean Hawk, stopfte sich voll und platzte. Sehr viel Essenssachen hier. Die beiden da kann man nicht lesen. Auf dem Friedhof graben? Na, ich weiß ja nicht. Doch, ich weiß. Was haben wir denn da? Yeah! Gebeine! Fliegenhalsband!
Für die besonderen Anlässe, wenn euer Hund königlichen Enthauptungen, Preisverleihungen und Gastvorlesungen beiwohnen muss. Bei Hundedinners nicht vorgeschrieben. Ach, für einen Hund. Ich dachte für mich. Schade. Nathan Smethurst probierte ein Bleisandwich. Rob den Decker. Er genoss seine 6. Jahr 5. Ui. Das ist ja nicht so viel. Louis Harvey. Seine Mutter wäre stolz auf ihn gewesen. Fratz Ahmed. Im Leben stand er über uns, im Tode liegt er uns zu Füßen. Louis Brandish mit einem rostigen Löffel enthauptet. Ii. Dave Carbine aß Blei aus der Trommel einer Donnerbüchse. Sean Francis mit Glanz und Gloria niedergeschossen. Ich gucke gleich, Hund. Matt Humphrey von wilden Hasen zerfleischt. Ach, zerfleischt. Ach du Scheiße, was ist das denn? Astlochinsel, Band 8. Schließlich kam der Tag, den, also das lese ich später nochmal im Ganzen vor, wenn ich alles finde. Ben Brooks im flachen Wasser ertrunken. Das haben wir schon gehabt. Ich frage mich, ob ich alle Bände finde von dem Krams. Das Boot liegt auch ein bisschen auf dem Flachen. Komme ich da runter? Natürlich nicht. Ob das mit der Hitzewelle nach der Kältewelle jetzt so gewollt war, ich kann mir das gar nicht so vorstellen, dass die jetzt glücklich sind mit ihrer Wüste. Das und vor allen Dingen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das DLC jetzt schon zu Ende ist und wir einfach nur noch so ein bisschen rumlaufen. Also irgendwo muss doch da noch ein Haken sein. Aber den werden wir wahrscheinlich erst später finden. Vielleicht in der nächsten Folge, vielleicht aber auch erst später. Man weiß es nicht genau. Und wieder einmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.